Jetzt darf man Gibber mal trinken. Zuschauen. Es muss einen Ausweg geben. Ja. Tauchen können wir nicht. Wäre ja auch nicht ratsam. Und wo ist hier der Ausweg? Mal tauchen. Der ich muss mal für immer tauchen. Die Tür ist zu. Yep. Kriegt die eigentlich Atemprobleme oder? Ich mach hier bloß gerade unter der Decke. Fest. Da blinkt uns doch was. Ein Rohr aufgenommen. Inwiefern können wir das für irgendwas verwenden? Ja, und tauch. Tauch, Mädchen, tauch. Die Tür ist zu. Ja, das weiß ich bereits, aber... Ich wüsste gern, wie ich hier rauskomme. Nicht auftauchen. Da ist ein Schalter, da ist ein Schalter, können wir den benutzen? Scheinbar nicht. Wieso tauchst du immer auf? Hast doch eben schon so lange unter Wasser getaucht. Das ist mehr als hinderlich. Ja, kleb am Dings fest. So kann ich nicht arbeiten. Die Tür ist zu, ja. Ich sehe es. Aber ich kann so nicht arbeiten. Och, nö. Doch, die 2 Minuten auf. Kann mich doch hier nicht mal umgucken. Hallo, Kamera? Ein angenehmer Schwenk wäre auch mal gut. Damit käme ich auch mal zurecht. Die Tür ist zu. Ja. Ja, jetzt kannst du nicht mehr auftauchen. Bist in der Etage zu weit unten. Und runter mit dir. Atem hast du ja scheinbar. Oh, die Steuerung ist auch hier. Richtig. Mies. Jetzt darfst du mal nach oben. Nach unten, da ist noch ein Rohr. Wollen wir dann Rohrpuzzle zusammenstellen, oder? Was soll das hier? Ach. Ja, komm. Es liegt doch vor deiner Nase. Es liegt vor deiner Schnauze. Greif es dir. Ach, nö. Neben dem Rohr gestorben. Nice. Ja, warte. Was ist denn los? Da, siehst du das? Das ist ein Rohr. Mein Lieber. Ein Greif nach dem Rohr. Oh je. Yeah. Unlösbarer Level. Ich will ja nichts sagen, aber ist das nicht ein bisschen blöde? Da ist noch ein Rohr. Scheiße, aber ich sterbe gerade wieder. Und so schnell schaffe ich es nicht aufzutauchen. Ich versuch's. Zack. Super. Aber Rohre kann man ja nicht aufheben. Die sind ja zu blöd dazu. Warte nur. Kann mir jemand sagen, was ich dann mache, wenn ich, sofern ich das dann aufheben kann? Nö. Lass es liegen. Lass liegen, Jill. Du brauchst ja nicht.
Ist die Frage, brauchen wir das irgendwo für? Alles klar. Ich musste mich extra dafür informieren. So, alles klar. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, was ich tun muss. Ungefähr heißt ungefähr. Ich glaube, hier war es, oder? Ja. Und da kann ich das hier aufmachen mit dem Rohr. Ich brauche nur eins dafür. Und jetzt? Ich drück ja. Brauchen wir also noch ein anderes Rohr. Holen wir uns noch ein anderes Rohr. Wir wissen ja, wo sie liegen. Sofern wir es aufheben können. Ja. Yep. Daran nach's also. Nicht so blöd zum. Nicht so blöd zum Greifen, sondern. Wollen sie einfach nicht. Will sie einfach nicht greifen. Ja, nicht noch runtertauchen. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Würde ich mal sagen. Ja, komm. War doch dran. Dankeschön. Yes. Haben wir's. Durch da. Jetzt kommen wir hier raus. Schön, schön. Rätsel gelöst. Kein Problem. Das Ziel. Hätte gemütlicher sein können. Ja, Speichervorgang. Vielen Dank. MG-Munition. Dann hole ich mal meinen MG wieder raus. Mein Maschinengewehr. Hui! Ab ins Wasser. Einen Shot schließen. Okay, da müssen wir erstmal den Kontrollraum finden. Orientierung ist ja hier zunichte. Und wir sind ja hier unten wieder bei den Piranhas. Oder bei den Riesenkakerlaken, um es genau zu sagen. Joa. Und wohin? Und dorthin vielleicht. Öffnet sich nicht. Gut. Und dann halt nicht. Hier ist auch Sackgasse. Hier vielleicht. Hier vielleicht längs. Zack. Jo, das sieht schon etwas besser aus. Ach ja, Freundchen Kakerlake wieder. Und zählt als Angriff. Ah, fast. Och, greift mich gar nicht mehr an. Auch gut. Kriege ich zumindest meine 2 Euro nicht mehr zusammen. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht sind die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Also los.
Dann gehen wir mal aufs Aussichtsdeck. Und da das Schiff sinkt, gibt es dann sowieso wieder eine romantische Szene. An der Titanic. Alles okay, das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Oh nein. Los, hoch, 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 hoch. Flüchte. Und kein Angriff auf dem Weg, das wäre legendär. Zack. Hier können wir den Lift noch betätigen. Ein Aufzug. Vorausgesetzt, wir kommen drauf. Nehmen wir Parker mit. Nö. Ich fahre ohne ihn hoch. Nein. Wir sind auf der Queen Semiramis. Falsches Schiff. Okay. Quint hat herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Ja, die sind auf dem anderen Schiff und wir sind auf dem anderen. Tja. Nein. Sah eh nicht aus, aber war nicht dasselbe. Es ist aber noch nicht lange her, oder? Korrekt. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen auf. Verstanden. Jo. Dann können wir auf die Hoffnung, dann können wir auf die Rettung dabei nicht hoffen. Ich dachte, wir treffen die hier. Was sucht ihr denn? Hat der mich gerade ihr genannt? Ja, so übel sieht's schon aus. Ich bin ja wohl nicht Mehrzahl. Ja, könnte sein, dass er eure Fürstlichkeit. Versucht ihre Fürstlichkeit. Aber ja, nicht nachgeladen. Den werden wir hier schön empfangen. Das ist doch schon mal ein schönes Empfangskomitee. Und wo müssen wir lang? Hier vielleicht? Nö, der Weg ist versperrt. Er wird zwar, doch, er wird gehalten von denen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. Wir sind ja Zombies, sind in gewisser Weise tot. Königin Zenobia. Heißt immer noch Queen. Queen Zenobia. Und hier durch. Und da wartet schon der Koch auf uns. Ja, heute gibt es leider nichts zu futtern. Müssen wir leider mit leerem Magen weiterlaufen. Tja, so läuft's halt. Wir haben schon lange nichts mehr gefuttert. Wie es aussieht. Da geht's hoch. Hoch ist schon mal gut. Aufs Aussichtsdingens wollen. Hoch ist immer gut. Runter ist schlecht. Wenn ein Schiff sinkt, ist runter ganz mies. Ganz miese Entscheidung. Ach, hier ist die werte Rachel. Wir kommen. Aber die haben wir ja, glaube ich, schon besiegt. Auch ein Bettchen, können wir schlafen gehen. Ist ja Nacht. Hier ist immer Nacht. Jeden Tag. Von 6 bis 6. Ja, und wie kommen wir jetzt weiter? Glaube ich durch diese Tür. Müsste eigentlich durch diese Tür sein. Finden die nächste Tür. Hier ist ein Bett im Weg.
Kommen wir da drüber? Kommen wir da durch? Ach ja, an der Seite lang. Ich bin sehr begrenzt. Spannende Musik. Und Rachel wartet wieder auf uns. Ach, hier haben wir das MG gefunden. Das Maschinengewehr. Ja. Wundern wird es mich nicht, wenn die wieder aufstehen würde. Nice finde ich es nicht, aber... Ach, da ist der Raum wieder. Schlechte Erinnerungen. Müssen wir da wieder rein, oder? Das ist doch eine eindeutige Sackgasse, oder? Ja, hier ist ja nichts. Außer die Möglichkeit der Madame wieder zu begegnen. Gibt's hier nichts. Wir wollen aufs Oberdeck. Ja, Déjà-vus am laufenden Bande hier. In diesem Part. In den letzten Parts. Hier ist auch Sackgasse. Hier gab es doch irgendwo einen Fahrstuhl, der nach oben führte. Oder irre ich da? Von draußen weht es kalt herein. Es muss wohl draußen Winter sein. Tja. Wir finden uns mal wieder hier nicht zurecht. Aber das ist auch... Das ist auch normal. Für mich ist das normal. Oh, Tachchen. Ich brauche ein bisschen MG-Munition. Ja, yep, das ist MG-Munition. Dankeschön. Dann gehen wir halt wieder zurück. Ich lade mal nach. Könnte sein, dass wir schießen müssen. Da brauchen wir ein bisschen rumballern. Und wieso bin ich eigentlich hier lang gegangen? Wenn es hier sowieso nur in die Sackgasse führt. Ach Mensch. Mich wieder verirrt. Und große Musik ist auch normal so. Ist ein Horrorspiel. Das gehört dazu. Auch wenn nichts passiert. Boah. Oder halt nicht hoch. So, warte nu. Nimm mal die Tür hier. Weltruhe. Hier war doch diese Falle, wo wir dann eingeschläfert wurden. Giftgas. Nee, durch Schlafgas. Gehen wir wieder zurück. Wo denn lang? Das sind doch nur Sackgassen hier. Sackzement, wie kommen wir hier wieder hoch? Irgendwie müssen wir nach oben kommen. Ich bin auch hier komplett... Ach, scheiße. Da liegt jemand auf dem Boden. Irgendwo muss es ja nach oben gehen. Und nicht das nur dort liegen. Och nö. Ich gehe mal wieder den ganzen Weg zurück hier. Das könnte ja sein, dass ich was übersehen habe. Und bestimmt irgendwas übersehen. Sonst wären wir hier schon weitergekommen. Nehmen wir den Lift wieder nach unten. Unten ist zwar nicht so gut, unten nicht die perfekte Sache. Oh, haben wir Parker dort gelassen. Naja, auch gut.
Ja. Wir machen uns auf den Weg. Kommt sowieso mit dem nächsten Storyteil wieder mit. Und der liebe Parker. Lift. Den Lift soll man, glaube ich, nicht nehmen. Ja, dort. Dort können wir lang. Genau, richtig. Da kommen wir ins Casino. Und dann können wir nach oben. Keine Ahnung. Oh, was ist das? Fischchen. Fisch. Ich hoffe, Sie wissen inzwischen wenigstens, wo Chris ist. Ja, auf dem anderen Schiff. Bin ich den falschen Weg nach unten gegangen. Jo. Pistolenmunition will ich nicht. Ich will Maschinengewehrmunition. Ich habe mal eben gerade hier gekämpft gegen diese Mutanten, die da aus diesem Loch hier rauskamen. Öffnet sich nicht. Ja, es wäre hinter. Nur mal im Casino und dann kommen wir wieder raus hier. Zack. In die güldene Halle. In die erste Klasse in der Titanic. Queen Zenobia meine ich natürlich. Oh wei. Hörst du das? Das klang nicht gut. Speichervorgang, dann passiert gleich was. Dum. So ruhig hier. Wo lang? Wo willst du hin? Parker? Sein Geist. Du willst nicht mit dem Fahrstuhl fahren, oder? Der geht doch nicht. Was? Der funktioniert? Glaube ich nicht. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. Glaube ich nicht. Der Fahrstuhl funktioniert. Ach ja, war klar. Was zum? Da oben ist was. Aufschießen. Okay. Was zum Teufel ist das? Wir haben keine Zeit zum Quatschen. Du ekelhafter Scheißvieh. Nimm das. Oh, Pachchen. Wo bist du? Hier. Friss Blei. Ein Bossgegner. Und was auch immer das ist. Zap, 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 zap. Wie auf dem Jahrmarkt. Links, rechts, vorne. Nein, nicht Fahrfahrer schießen. Jo. Wo bist du? Da bist du. Zack, zack, zack. Ist, glaube ich, nur sein Schwanz. Ich verballer hier jegliche Munition. Zack. Irgendwann muss das Ding doch besiegt sein. Jo. Munition ist auch alle. Ist es weg? Sind wir sicher? Na, sicher sind wir hier nie. Aber weg scheint es zu sein. So, wir haben es geschafft. Und es ist Nacht. Und es gibt nichts zu sehen. Es ist immer Nacht. In Resident Evil ist es immer Nacht. In jedem Spiel, soweit ich weiß. Hab von einer Ausnahme gehört, aber. Wo gehst du hin? Eigentlich ist immer Nacht. Und wo ist dieser
besagte Antenne. Sagst du mir, wo die ist? Wie ich da hinkomme? Ja. Ist das nicht derselbe von vorhin? Ja. Natürlich ist das der. Bosskampf. Der ist aber stark gepanzert. Das sah auch schon nach Bosskampf aus. Komm hierher. Brav. Komm, 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 komm. Dann jage ich dieses Teil hier hoch. Lohnt sich nicht, die Munition zu verschwenden. Yep. Jetzt. Ja, keine Munition mehr. Pistole. Ist gepanzert, da bringt es nichts drauf zu schießen. Stopp. Ja, dagegen. Hier, komm, 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 komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu Mami. Das war nix. Ich verschieße meine letzte Munition. Ich hab's quasi vergessen mit diesem. Ja, keine Munition mehr. Was kann ich tun? Aufstehen. Irgendwo Munition hier. Handgranaten. Super. Ich sehe nichts. Ist einfach über mich drüber getrampelt. So ein Trampel aber auch. Das sieht nach Munition aus. Ne, nur eine Munitionskiste. Ohne Munition. Du wusstest, dass viel. Gewehrmunition, schön. Haben wir keine. Wie kann ich die Granate werfen? Ja, schieß. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Munition habe ich keine. Zack, Gewehrmunition. Ja, hätte ich mal ein Gewehr mit dabei. Oh, MG-Munition. Ja, toll. Trampelst über mich rüber. So. Jetzt habe ich immer nachgeladen. So, zack. Schieß irgendwie drauf und hoffe, was zu erreichen. Bringt nichts. Ist hart gepanzert. Das einzige, was verletzt geht, ist, ich bin nicht ein gutes Deutsch. Zielen. Zielen wir mal gut. Ja, nachladen, während du angegriffen wirst. Das ist immer der Beste. Handgranate können wir eh nicht benutzen. So was nu. Kann mir mal jemand sagen, wie ich diesen Boss besiege. Das Schwächste muss doch schon sein. Irgendwelche Weichstellen, irgendwelche Stellen, die ich angreifen könnte, oder was? Das hat mir noch gefehlt. Ja, komm her. Hier stehe ich unter dir. Oh, kein Bock drauf. Ich fahr mit dem. Nein, ist okay. Was soll denn das? Ich bin noch fast
tot. Ist wieder keine Möglichkeit mehr. Pflanzen alle aufgebraucht. Ja, wie wirft man Handgranaten? Das könnte eventuell ein bisschen was bringen. Ja, mit dem Messer brauche ich gar nicht erst anfangen. Ja, mach's tot. Ich kann nur draufballern und hoffen, dass irgendeine Kugel trifft. Tut's aber nicht. Ja. Jetzt bin ich am Ende. Kannst du das übernehmen, Parker? Ich mach gucken nach Munition. So, das Ding hat vielleicht noch ein bisschen. Nope, das hat keine Munition. Den wollte ich rausholen und dann mal. Oh, doch, da ist Munition dran. Snipergewehr. Na. Nicht zielen und bringt aber nichts. Und kommt auch nicht zu. Ausweichmeister, ja, schön. Freut mich. Oha. Man muss ja ausweichen. Feststelle. Zack. Und was soll ich denn machen, außer den Wind wirklich zu schießen? Stern, vielleicht. Ja gut, dann informiere ich mich mal. Und im nächsten Part gucken wir dann weiter. Bis dann. Ciao, ciao.